Auch von meiner Seite einen schönen guten Abend und danke auch für die Einladung. Da das ja die erste Veranstaltung hier im neuen Renner-Institut ist, ist es eine besondere Ehre, finde ich, ja, auch zu so einem zukunftsträchtigen Thema wie der Energiewende und in dem Fall die soziale Frage in der Energiewende. Warum spielt es überhaupt eine Rolle, die soziale Frage in der Energiewende? Das ist eine Frage, die sich nicht sofort auf den ersten Blick erschließt, aber wenn man darüber nachdenkt, Energie breit gedacht, ist ja nicht nur Strom, sondern Energie ist quasi die Lebensader moderner Gesellschaften. Ja. Ohne die Energie haben wir kein Licht im Zimmer, können wir nicht heizen, können wir auch unsere Mobilitätsbedarfe nicht decken. Das heißt, ohne Energie funktionieren unsere Gesellschaften nicht so, wie wir das bisher kennen. Und wenn wir jetzt Probleme haben beim Energiezugang oder bei der Bereitstellung von Energie für alle Bevölkerungsteile gleichermaßen, kann das soziale Spannungen und Verteilungsprobleme zusätzlich noch verschärfen. An was sieht man das? Man sieht das zum Beispiel auch an den Gelbwesten-Protesten ganz aktuell in Frankreich. Natürlich stehen da mehrere Gründe, sind da mehrere Aspekte im Hintergrund, nicht nur ein energiepolitischer, aber auch die ja quasi die Frage nach der Besteuerung oder der Erhöhung von Steuern auf Treibstoffe, Benzin, Diesel, quasi die Initialzündung war, die diese Proteste auch mitbefeuert hat. Es gibt da ein Zitat, und das möchte ich Ihnen zeigen oder vorlesen, das besonders auf diese Dimension hinweist. Das ist aus einem Bericht der Tagesschau, wo einer der Gelbwesten-Protestanten gesagt hat in dem Interview, Macron ist wie Marie Antoinette während der Französischen Revolution. Was? Ihr habt kein Brot? Dann kauft euch doch Kuchen. Und Macron sagt, was? Ihr habt nicht genug Geld für Heizöl? Dann kauft euch doch eine neue Heizung. Ja? Und meiner Meinung nach spiegelt das schon sehr gut die soziale Dimension dieser Energiefragen wieder in dieser ganzen Debatte, vor allem vor einem Hintergrund der wachsenden ökonomischen und sozialen Ungleichheit. Aber vielleicht noch ein bisschen einen Schritt zurück zu dem Rahmen, in dem sich diese Klima- und Energiepolitik abspielt. Das ist eine Grafik, die finde ich sehr anschaulich, vom Climate Action Tracker, ein Konsortium und verschiedenen Forschungsinstitutionen, wo in schönen Ampelfarben oder ein bisschen mehr als Ampelfarben dargestellt wird, wo bewegen wir uns mit der aktuellen Klima- und Energiepolitik hin, auf welchen Zielpfad, und wo müssen wir hinkommen, um das 1,5 bis 2 Grad Ziel zu erreichen? Das ist jetzt eine Darstellung für die gesamte Europäische Union. Und in blaue, dieses blaue kleine Quadrat, das sind die Projektionen, wo uns die aktuelle Klima- und Energiepolitik hinführen wird, zu welchem Zielbereich. Ja? In den grünen Bereich müssen wir, grün ist immer gut. Ja? Wenn das Langzeitprojektionen, wenn man die verfolgt, sehen wir, dass im Jahre 2050 wir diese Klimaziele, die im Pariser Abkommen festgeschrieben sind, weit verfehlen werden. Was bedeutet das, ja, auf globaler Ebene hinsichtlich der Erderwärmung? Auch vom Climate Action Tracker eine nette Grafik. Wir sind derzeit hier bei dem Pfeil bei ungefähr 1 Grad globaler Erderwärmung jetzt schon. Wenn wir uns ansehen, was sind die Ziele und die politischen Maßnahmen, die hier getätigt werden, wohin führen die uns, und wir führen uns global gesehen auf eine Erderwärmung von plus 3 Grad, also eine Zielverfehlung. Wenn wir die aktuellen Politiken fortschreiben in der Projektion, kommen wir im Durchschnitt auf 3,3 Grad, aber Sie sehen auch die Bandbreiten, in was sich das bewegt, die Prognoseungenauigkeit 2,5 bis 4,4 Grad globale Erderwärmung. Und wenn wir ein optimistisches Szenario haben, wo wir diese Ziele mit den Maßnahmen auch halbwegs erreichen, sind wir derzeit mit der Ausgestaltung der Maßnahmen bei 3 Grad Erderwärmung global gesehen. Also auch weit weg von den Zieldefinitionen nach dem Pariser Klimaabkommen. Kann man sagen, okay, globale Erderwärmung, steigt der Meeresspiegel, auch ganz nett, dann kriegt Kärnten möglicherweise sagen, mehr Zugang. Ja, ist vielleicht nicht so problematisch, aber das stimmt nicht, weil die Klimaeffekte ja räumlich und regional auch anders verteilt sind. Hier gibt es Prognosen von der Zentralanstalt für Meteorologie in Österreich, und die sagen, wir haben derzeit schon einen Temperaturumschnitt im Schnitt, ja, in Österreich von 2 Grad. Globale Erderwärmung liegt bei diesen 0,85 Grad, also rund 1 Grad. Die Konsequenzen sind, Temperaturextreme werden zunehmen, vor allem in den Sommermonaten.
Schneebedeckung wird die Dauer verkürzt. Das ist der Hoffnungsschimmer für die schneebelasteten Regionen derzeit möglicherweise, wenn das weniger wird. Die Niederschlagsentwicklung, das ist ein interessanter Aspekt, die ist auch räumlich nicht gleich verteilt über Österreich. Die wird zunehmen in manchen Regionen. Gibt es Prognosen, die sagen, die Niederschlagsmenge wird um 10-15% zunehmen, zum Beispiel in Westösterreich. Im Südösterreich hingegen wird sie abnehmen. Das heißt, wir haben auch diese räumlichen Effekte, die räumlichen ungleichen Effekte des Klimawandels in Österreich mit den Prognosen hier auch schon zu sehen. Was bedeutet das auf Gemeindeebene zum Beispiel? Wenn diese Starkregenereignisse zunehmen, müssen auch die Infrastrukturen so geplant sein, dass sie mit diesen Starkregenereignissen umgehen können. Also die Abwasserkanäle dementsprechend dimensioniert, wo leite ich das Wasser hin, etc. Und die ökonomischen Auswirkungen von extremen Wetterereignissen spürt man derzeit schon, aber das wird auch in Zukunft stärker zunehmen, also die ökonomischen Folgekosten sozusagen. Man sieht auch sehr schön an der Anstieg, weil das immer wieder in Diskussion ist, der Klimawandel ist nicht menschengemacht. Wir sehen an der Darstellung von 1760 bis 2020 mit der Prognose, dass hier seit ungefähr 20 Jahren die Temperatur im Schnitt sehr stark auch in Österreich zunimmt. Jetzt von einer ökonomischen Dimension, was heißt, dass wir Ökonomen, wir haben so einen Fetisch für Knappheiten, für Geldeinheiten, wir wollen alles gerne in Budgets berechnen. Und da gibt es das Konzept der CO2-Budgets, die Frage stellen, wie viel CO2 dürfen wir in den nächsten Jahren noch ausstoßen, um die Ziele zu erreichen. Und das kann man auf regionaler Ebene, auf Länderebene runterrechnen. Das ist jetzt die globale Darstellung. Die mengenmäßig, da gibt es natürlich Unsicherheiten, wie viel das genau ist, aber die Prognosen sind schon sehr gut. Aber was interessanter ist, ist der Anstieg, wenn wir, oder der Abfall, wie rasch wir die CO2-Emissionen senken müssen, umso später wir mit den Maßnahmen beginnen. Sobald wir die Trendwende geschafft haben, wie stark muss die Dekarbonisierung der Wirtschaft und der Gesellschaft stattfinden. Und wir sehen hier, wir haben hier einen Spielraum von ungefähr 10-11 Jahren bis 2030, ja, wo wir die großen Stellschrauben bereits drehen müssen, um diese Ziele überhaupt erreichen zu können. Und umso später diese Stellschrauben gedreht werden, oder die vielen Stellschrauben gedreht werden, umso drastischer müssen dann in kurzer Zeit die Maßnahmen ausfallen, um das Ziel überhaupt noch zu erreichen können. Jetzt bedingt das aber nicht nur eine technische oder ökonomische Dimension. Es ist nicht nur die Frage, wie viel kostet das, ja, wie finanziert man das. Es ist auch eine soziale Frage, eine Frage der sozialen Gerechtigkeit, wie sind diese Kosten verteilt, ja, und auch eine kulturelle Frage. Und diese Dimensionen werden in der Klima- und Energiepolitik oftmals sehr vernachlässigt beziehungsweise überhaupt nicht oder sehr wenig thematisiert. Da dies natürlich komplexe Systeme sind, die ineinander greifen. Man kann nicht das Wirtschaftssystem, das Gesellschaftssystem und die Ökologie als getrennte Systeme begreifen, sondern als miteinander kommunizierende Systeme, die ineinander greifen und sich auch gegenseitig beeinflussen. Was wir wissen ist, derzeit ist hauptsächlich die ökonomische Dimension im Fokus. Was kostet das? Welche Auswirkungen hat das? Oder die ökologische? Bei der ökologischen Seite wissen wir, die Klimaprognosen, die Klimamodelle, das ist schon relativ gut erforscht. Wir haben da aber seit neuerdings auch einen Schub, nicht nur aufgrund von Trump in den USA, auch in der österreichischen Diskussion, die Debatte über die Klimawandelleugnung. Also das ist nicht menschengemacht, das sind irgendwelche Sonnenflecken oder so. Sie können sich das so vorstellen, Sie gehen zu 100 Ärzten oder Ärztinnen, 99 Ärztinnen und Ärzte sagen Ihnen, Sie haben Krebs und einer sagt, nein, Sie sind kerngesund, wem glauben Sie dann? Und so ist es auch in dieser Debatte, 90% aller Wissenschaftler und Wissenschaftler sind sich darüber einig, dass es diese Konsequenzen auf der ökologischen Seite gibt, des Klimawandels. Die ökonomische Dimension, auch die ist relativ partiell gut erforscht, nämlich auf der Kostenseite, was kostet uns die Klimawandelanpassung regional für die Budgets, was bedeutet das für den öffentlichen Haushalt, für die Investitionen oder was verursachen die Schäden des Klimawandels, der Klimakrise auf volkswirtschaftlicher Ebene.
Dinge, die da auch reinspielen, die auch diskutiert werden, sind, welche Technologien brauchen wir, gibt es da Elektromobilität, gibt es da Windkraft, gibt es da Photovoltaik, wie schaut das aus? Ja, es wird Innovation diskutiert, wohin bewegen wir uns mit der Forschung? Ordnungspolitik wird immer wieder ein bisschen angeschnitten, man hatte das jetzt in Deutschland ein wenig mit den Dieselfahrverboten. Heizöl ist da auch immer wieder, Heizölheizungen sind da auch immer wieder ein Thema. Aber die große Frage, wenn man sich diese Kurven vor Augen führt, wie schnell wir dekarbonisieren müssen, wenn wir immer später anfangen damit, wie gestalten wir den Strukturwandel, die wird kaum thematisiert. Und das ist vielleicht eine andere Perspektive, die ich hier ein bisschen jetzt heute in dem Vortrag thematisieren möchte oder zur Diskussion stellen möchte. Generell finden wir in der klima- und energiepolitischen Diskussion auf unterschiedlichen Ebenen grob vier Diskurse, die sich abspielen. Einerseits der sogenannte Technological Fix, das bedeutet nichts anderes als die Hoffnung, die technologische Entwicklung wird uns retten, das geht sich alles aus, wenn wir nur ein bisschen forschen und ein bisschen grüner wachsen. Ja, das ist so die auch auf der europäischen Ebene bis zu einem gewissen Grad sehr stark forciert wird. Dann gibt es ein Interesse, das kommt auch immer wieder vor, das gemeinsame Interesse, dieser Diskurs, wo mit klima- und umweltpolitischen Fragen unmittelbare betroffenen Interessen verknüpft werden und die als Begründung dazu dienen, Klima- und Umweltpolitik zu betreiben. Was könnte das sein? Zum Beispiel die Frage Feinstaub, also Sie sind betroffen von Lärm, ja, und möchten den einschränken. Sie haben also einen weiteren Grund, mit dem Sie diese Maßnahme begründen können. Der dritte Diskurs ist der Diskurs, nennt sich oder wird definiert oft als die sozialen Bewegungen, wo Sie diese gemeinsamen Interessen nicht nur örtlich und zeitlich irgendwie eingeschränkt diskutieren, sondern das unmittelbar auf eine höhere Ebene heben und das verallgemeinern und wo Sie dann zu beginnen über alternative Produktions- und Konsummodelle. Zum Beispiel kennen Sie das in der Sharing-Diskussion, abseits von Uber und Airbnb, sondern auch in diesen Food-Sharing-Kooperativen, Kleidertauschkreisel und so weiter und so fort. Und der letzte Diskursblock, den es gibt, ist die sogenannte soziale Transformation, die meiner Ansicht nach die radikalste Form ist oder die am nähersten an dieser Frage des kulturellen Wandels angesiedelt ist, nämlich wo Fragen gestellt werden, was ist die Verknüpfung zwischen der ökologischen Dimension und dem sozialen Wandel und wie entwickelt man das weiter, was bedarf es da für Veränderungen in der Identitätsbildung oder in den Zielvorstellungen. Und das sind diese ganzen Debatten rund um Post-Growth, ja, welche Rolle soll Konsum spielen im Leben, brauchen wir weiterhin Wirtschaftswachstum etc. etc. Das sind die Diskurspaare oder die vier Diskurse, in denen sich grob die klima- und politischen Diskurse in unterschiedlichen Ebenen drehen, auch von unterschiedlichen Akteurinnen und Akteurinnen drehen. Diese Fragen greifen schon eine breite Palette oder diese Diskurse greifen schon eine breite Palette an Fragen auf. Aber es entstehen noch viele weitere Fragen und die werden oft in der Dimension der ökonomischen Dimension, der sozialen Dimension und der kulturellen Dimension meiner Ansicht nach nicht ausreichend mitdiskutiert oder überhaupt gestellt. Auf der ökonomischen Dimension haben wir die große Frage, die sehr schwierig anzugehen ist, wie gehen wir um mit der Abschreibung von fossilen Assets? Wir haben immens viele ökonomische Werte, ja, die gebunden sind in fossilen Energieträgern. Das heißt, wir haben ganze Staaten oder Regionen, die von der Förderung von Kohle und Öl ökonomisch abhängig sind. Wenn Sie den Klimawandel ernst nehmen und sagen, Sie brauchen hier einen Phase-out, also Sie müssen irgendwie diese Werte abschreiben, ist es eine immense Vermögensvernichtung. Wenn Sie dann natürlich gerade am Finanzmarkt in solche Assets investiert sind, stellt sich auch die Frage, wie destabilisierend wirkt es auf unser gesamtes Finanzsystem. Ja, aber das sind viele Fragen, die damit verbunden sind, einmal allein mit der Frage, wie gehen wir mit diesen fossilen Assets um. Die zweite Frage ist der Phase-out von Technologien und ganzen Industriezweigen. Ja, wir wissen, es gibt in der Literatur oder in der wissenschaftlichen Literatur immer so die Dichotomie zwischen den schmutzigen Sektoren und den grünen Sektoren
Und dann sagen, okay, wir müssen aus der Kohleenergie aussteigen. Deutschland, Polen zum Beispiel ein großes Thema. Wie organisieren Sie diesen Ausstieg? Was brauchen Sie für Begleitmaßnahmen? Was hat das für Konsequenzen für Kommunen, für ganze Länder, für ganze Landstriche? Und die letzte ökonomische Frage, die noch in dieser Dimension fällt, wie sehen diese rasch anwachsenden Anpassungs- und Folgekosten aus? Wie werden die verteilt? Wir haben auch die soziale Dimension, auf der sich eine Vielzahl von Fragen ergeben, die meiner Meinung nach nicht ausreichend thematisiert werden oder im Diskurs noch nicht ausreichend thematisiert werden. Wer trägt die Investitionskosten und das Risiko dieser Stranded Assets? Ja. Wie wird investiert, in welche Bereiche investiert und wer trägt das Risiko? Welche Perspektive bietet man den Beschäftigten in Branchen, wo wir wissen, wir müssen die in diesen nächsten 10, 15, 20 Jahre, wir müssen aus diesen Branchen aussteigen. Die Beschäftigten brauchen eine Perspektive, die brauchen Einkommen, die brauchen den Arbeitsplatz oder die Beschäftigung, eine Perspektive, wo es hingehen kann. Man kann nicht sagen, okay, wir sperren das jetzt alles zu und sie haben halt ein Pech gehabt. Es stellt sich auch eine verteilungspolitische Frage, wer ist in welchem Ausmaß von Klimaschäden betroffen oder der zunehmenden Klimaproblematik? Welche Ausgleichsmaßnahmen brauchen wir dafür? Welche regressiven Effekte treten auf? Wir wissen aus Verteilungsstudien, die das mit Ungleichheitsfragen verknüpfen, zum Beispiel aus den USA, ärmere Bevölkerungsschichten wohnen auf den eher lärmbelasteten Strecken, auf den eher umweltbelasteten Gebieten aufgrund von Erzeugungsanlagen etc. etc. Und wenn wir klima- und energiepolitische Maßnahmen treffen, stellt sich auch die Frage, wie wirken diese einzelnen Maßnahmen verteilungspolitisch? Wie wirken sich gezielt Maßnahmen auf der verteilungspolitischen Diskussion aus? Ein rascher Ausstieg aus der Heizöltechnologie. Wie wirkt das? In welche Bevölkerungsgruppen etc. hinein? Was braucht es da möglicherweise für Ausgleichsmaßnahmen oder Anreizsysteme? Und die schwierigste Dimension, die wahrscheinlich am schwierigsten zu adressieren ist mit Maßnahmen, ist die kulturelle Dimension, wo man sich Gedanken macht, es geht eher in diese soziale Transformationsschiene rein. Wie definieren wir unsere Identität über Konsum? Ist Konsum gleich Status? Ja, müssen wir immer mehr konsumieren? Welche Rolle soll Status und Konsum in einer Gesellschaft haben? Auch das wissen wir aus sogenannten Konsumstudien, Verteilungsstudien, dass ungleichere Gesellschaften einen höheren Statuswettbewerb haben. Konsumkaskaden nennt sich das in der Literatur, was nichts anderes bedeutet, dass wenn Sie unter eine Peer Group, eine Bezugsgruppe über Ihnen haben, wollen Sie das Konsummuster der prestigeträchtigeren Gruppe simulieren, ja? Auch mit Schuldaufnahme. Also Sie streben zu mehr Konsum und zu mehr Statuskonsum. Andere Frage auch in der kulturellen Dimension, was bedeutet Mobilität? Ist Mobilität wirklich das Elektroauto? Oder ist Mobilität mehr der Zugang zu Mobilitätsdienstleistungen? Wie organisieren wir den Modal Split etc., also den Verkehrsverbund? Wie kann auch Ernährung aussehen? Auch diese Fragen spielen dort eine Rolle. Tierindustrie, Tiererzeugung, die industrielle Tierfertigung etc. Und welche Rolle spielt Partizipation und Einbindung auf den unterschiedlichen Ebenen in diesen Fragen der kulturellen Dimension? All diese Fragen werden im Klimawandel oder in der Klimawandeldiskussion meiner Ansicht nach unzureichend gestellt. Ich kann jetzt da leider nicht auf alles eingehen, sonst sitzen wir wahrscheinlich noch bis nächstes Jahr zur selben Zeit hier. Darum habe ich versucht, hier einzelne Aspekte rauszugreifen. Es ist eine breite Diskussion, aber dass man einen ersten Überblick bekommt. Wenn wir uns die ökonomische Dimension anschauen und den Phase-out aus Technologien oder gesamter Industriezweige, was bedeutet das? Das bedeutet, wir brauchen unter Umständen noch ein neues Verständnis, ein progressives Verständnis von Industriepolitik. Derzeit oder in vielen Bereichen wird Industriepolitik betrieben mit der Vorstellung, der Markt erzeugt die Technologie, das ist immer effizient, das funktioniert immer von alleine und wo das hinführt, ist dem Markt, der Marktsteuerung überlassen. Ja. Gibt es auch andere Ansätze, die sagen, nein, das ist möglicherweise ein unzureichender Zugang in der Industriepolitik. Wir brauchen eher auch hier eine aktive und lenkende Rolle des
des Staates, nicht nur in der Infrastrukturpolitik, sondern auch in der Industriepolitik und in der Innovationspolitik. Ganz berühmte Beispiel ist Marianne Mazzucato zum Beispiel, aber die Idee ist nicht ganz so neu. Auch Keynes sprach immer vom klug gesteuerten Kapitalismus. Wie kann das erreicht werden? Zum Beispiel über eine aktivere Rolle, ein Instrument, was wir schon haben, der Investitionsbanken. Ja, dass das Instrument der Investitionsbanken aufgewertet wird und gezielt hier auch auf diesem Feld tätig werden kann. Zum Beispiel in der Europäischen Union die Europäische Investitionsbank. Generell kommt im öffentlichen Sektor eine besondere Rolle meiner Ansicht nach in diesem Prozess zu, und zwar nicht nur als Nachfrager, also als Nachfrager nach Gütern und Dienstleistungen, sondern in der Rahmen- und richtungssetzenden Weise, nämlich als aktive Akteurin. Ne? Und da spielt nicht nur die Prozesspolitik eine Rolle, sondern auch die Ordnungspolitik. Das Instrument der Ordnungspolitik wird auch in den österreichischen Diskussionen, wie sie auch mit der Klimastrategie oftmals geführt wird, meist weitestgehend ausgeblendet. Hier wird gesetzt vorrangig auf Freiwilligkeit und Anreizmechanismen. Das wird meiner Ansicht nach bei weitem nicht ausreichen, um die Klimaziele auch nur annähernd zu erreichen. Das heißt, wenn man so ein Instrument hat wie die Ordnungspolitik im Instrumentenkasten, dann soll man das auch gezielt nutzen. Soziale Dimension, hier die Frage, welche Perspektive bietet man den Beschäftigten in fossilen Industriezweigen? Erdölindustrie oder Kohle spielt bei uns nicht so eine, Kohle vor allem spielt bei uns in Österreich nicht so eine große Rolle. Da sind andere Länder viel stärker davon betroffen, wie zum Beispiel Deutschland oder auch Polen. Aber wenn wir Energie wieder weiterdenken und an den Mobilitätssektor denken, die Autozulieferindustrie und die Autoindustrie spielt natürlich eine große Rolle auch in Österreich. Und welche Perspektive können wir diesen Personen bieten? Da gibt es eine große Diskussion der sogenannten Just Transition Fonds, auch auf der amerikanischen Seite, aber auch im europäischen Kontext, die sagt, okay, wir müssen hier auf der regionalen Ebene Maßnahmen treffen, wir müssen den regionalen Strukturwandel begleiten und unterstützen, wir müssen Investitionen fördern oder anreizen, Kapazitäten aufbauen, lokale spezifische Strategien entwickeln, wie mit der Dekarbonisierung umzugehen ist, und wir müssen den politischen Willen befördern. Und zu guter Letzt auch die Lerneffekte zwischen diesen unterschiedlichen Strategien, wenn die räumlich divergent ausfallen können. Interessant ist, auf der europäischen Ebene gibt es den sogenannten European Globalization Adjustment Fund. Der wurde eingerichtet mit der Zielsetzung, betroffene Regionen, die vom Globalisierung betroffene Regionen zu unterstützen, mit Weiterbildungsmaßnahmen, Schulungsmaßnahmen, Gemeinden zu unterstützen, dass hier die Folgen der Globalisierung abgefedert wurden. Und da wurde jetzt eben mit dem Budgetrahmen 21 bis 27 auch das Schlagwort der dekarbonisierungsbetroffenen Regionen aufgenommen. Wenn man sich das jetzt vom Instrument her vorstellt, das wäre so etwas, was in diese Richtung gehen könnte. Wenn man sich die Zahlen ansieht, wie das dotiert ist, 1,6 Milliarden Euro für die gesamte Periode, für die gesamte Europäische Union, sind pro Jahr 266 Millionen Euro ungefähr, Pi mal Daumen, für die gesamte Europäische Union. Wirkt dann schon etwas kleiner dimensioniert. Also hier gibt es sicher auch auf der nationalen Ebene möglicherweise Spielraum, so etwas zu entwickeln. Die kulturelle Dimension, welche Rolle spielt Konsum und die Art des Konsums in der Gesellschaft, Status und Besitz? Auch da gibt es schon die einzelnen Elemente, die das adressieren könnten. Einerseits die Diskussion über einen breiteren Wohlstandsbegriff, Wohlstand neu zu definieren. Wir haben da zum Beispiel in der Arbeiterkammer gibt es den AK-Wohlstandsbericht, der das versucht, eine breitere Dimension abseits der rein materiellen BIP-Messung hier einfließen zu lassen. Auch die Statistik Austria bietet eine Palette hier an, um Schlüsse zu ziehen in dem Rahmenwerk der Wie geht es Österreich? Öffentliche partizipative Räume schaffen, das heißt, es muss auch diese Lerneffekte, diese Lernmöglichkeiten geben, indem Mitbestimmung eine Rolle spielen kann. Es muss die Ungleichheit bekämpfen. Ich habe das vorher schon kurz angeführt mit Statuskonsum, wie das zusammenhängt. Zum Beispiel über eine vermögende Besteuerung. Am Montag ist der neue HFSC-Datensatz, also die Vermögensungleichheit in Österreich erhoben worden, veröffentlicht worden. Man sieht hier auch das Auseinanderklaffen der Ungleichheit auch in Österreich.
Und natürlich die Bildung, Investitionen, vor allem auch im Bereich der frühkindlichen Bildung, der Bildungserziehung, die hier eine Rolle spielen, um das abzufedern, Gesundheitssystem. Und man muss auch die Rahmenbedingungen gestalten, sodass sich etwas entwickeln kann. Und hier spielt natürlich die Frage der Arbeitszeit eine wesentliche Rolle. Und ich meine, das ist auch keine neue Diskussion, auch nicht in Österreich. Hier geht es vorrangig um eine Um- und Neuverteilung der Arbeitszeit zwischen Männern und Frauen, zwischen Vollzeit und Teilzeit, einen Ausgleich und die Diskussion der Zeitsouveränität. Ja, also Arbeitszeitflexibilisierung wird immer von der Arbeitgeberinnenseite diskutiert, aber kaum von, also zumindest im österreichischen Diskurs auf Regierungsseite, immer auf dieser Flexibilisierungsseite und nie über die Zeitsouveränität, dass sie den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auch ermöglichen, die Freizeit ein bisschen als Recht quasi selbst mitzubestimmen. Und die Diskussion der Arbeitszeitverkürzung, wo es im Übrigen auch viele, viele österreichische betriebliche Beispiele geht, wo das sehr wohl funktioniert, von kleinen Startups bis hin zu großen Industrien. Da geben sich schon viele, viele Fragen. Jetzt gibt es aber einen zweiten großen Trend, der da reinspielt, und das möchte ich noch kurz anreißen, das ist der Trend der Digitalisierung. Das heißt, wir haben einerseits diese Dekarbonisierungsdiskussion, andererseits die Diskussion der Digitalisierung. Da müssen wir auch achten auf die Frage der Zweiklassen oder der Verschärfung der Ungleichheitssituation. Wenn man jetzt denkt, zum Beispiel an den Stromsektor, was sind da für Risiken drinnen? Dynamische Tarife und Finanzialisierung. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben zwei Haushaltsgruppen, einen digitalisierten Haushalt mit den klugen, smarten Geräten, mit der Photovoltaikanlage auf dem Dach und dem Elektroauto in der Garage und einem analogen Haushalt, der das nicht kann. Und der digitale, smarte Haushalt kann jetzt seinen Stromverbrauch optimieren und seine Stromkosten senken und der analoge kann das nicht und ist dann aufgrund der mangelnden finanziellen Ausstattung und der Nichtexistenz der Möglichkeiten, selbst zu optimieren, mit höheren Stromkosten belastet. Auch die Frage der Finanzialisierung wird in Zukunft vom Hinblick der Digitalisierung eine Rolle spielen, wenn Endverbraucherinnen in die Rolle der Stromspekulantinnen gedrängt werden, indem sie selber möglicherweise ihren Strom versuchen, an der Börse zu handeln. Ja, dann haben sie eine Überwälzung des Risikos auf die Endverbraucherinnen. Aber die Digitalisierung bietet nicht nur Risiken, man will ja nicht immer alles so schwarz malen, sondern auch Chancen. Wir können mit der Digitalisierung die Organisation und Stabilisation volatiler und dezentraler Versorgung besser koordinieren und steuern. Und wir können auch eine Bewusstseinsbildung über das eigene Verbraucherverhalten erreichen. Aber natürlich spielt das auch eine Rolle. Und wenn diese Dinge der Digitalisierung auch in diese Klimadiskussion und auch in die Verbrauchsdiskussion nicht genug einfließen, können hier auch Verteilungskonflikte verschärft werden. Um das kurz ein bisschen zu umreißen, wenn man sich das jetzt vor Augen führt, was ich erzählt habe, ja, eine Rückkehr zu einer aktiveren Industriepolitik, Marktregulierung, öffentliche Investitionen, öffentliches Eigentum, welches gestärkt werden muss, insbesondere im Bereich der Daseinsvorsorge, Ordnungspolitik als Instrument, Diffusion von Innovation und Lernprozesse für die Arbeitsmarktpolitik, die unterstützend wirken soll im Strukturwandel, ja, zum Beispiel über Qualifizierung, Umschulung, Abfederungen, aber auch ja, am Ende des Erwerbslebens über Konzeptionen of Employer of the Last Resort, also Arbeitgeberinnen in der letzten Instanz, gab es auch in Österreich diese Programme, die Aktion 20.000. Ja. All diese Elemente müssen auch in dieser Dekarbonisierungsdiskussion eine Rolle spielen. Auch das Steuer- und Abgabensystem dieses Kosten- und des Strukturwandels gleichmäßig auf eine breite Zahlerinnenbasis verteilen muss und eine starke sozial-ökologische Komponente haben muss. Wenn Sie sich das so vor Augen führen, was diese Elemente sein könnten bei all diesen unterschiedlichen Fragen, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass da einige eine Schnappatmung bekommen, weil sich das liest wie das Who is Who des Bösen, aktivere Markteingriffe, aktive Rolle des Staates etc. und so. Aber aus meiner Sicht wird das alles auf diesen unterschiedlichen Ebenen und noch viel mehr eine Rolle spielen. Wenn wir das jetzt subsumieren oder zusammenfassen wollen, die Klimakrise, wie wir sie erleben, ist eine große Herausforderung, nicht nur aus technologischer Sicht, nicht nur aus ökonomischer Sicht, sondern auch für Gesellschaft und Politik. Und
Die klima- und energiepolitischen Maßnahmen, die getroffen werden, haben eine starke verteilungspolitische Komponente. Und diese starke verteilungspolitische Komponente muss immer mitgedacht werden. Wenn sie nicht mitgedacht wird, die soziale Ungleichheit, die Verteilungspolitik, kann es dazu führen, dass manche Maßnahmen verschärfend wirken auf die verteilungspolitische, auf die Situation, auf die Ungleichheit oder zusätzliche neue erzeugen. Arbeitsmarkt, Beschäftigung, Arbeitsplatzverluste, Strukturwandel. Ja. Regionale Auswirkungen, Anpassungskosten, Betroffenheit der Folgen von Klimakrisen. Ja. Finanzierung und Kostentragung. Wer finanziert den Ausbau der erneuerbaren Energien, die Sanierung, Infrastrukturkosten, Adaptionskosten. Ja. Oder auch Zwischenhaushalten, Zugang zu Energiedienstleistungen, wie es das gestaltet. Das ist eine sehr breite Palette, die hier eine Rolle spielt. Und mein Plädoyer, und das wollte ich Ihnen mit der Breite der Debatte eigentlich verdeutlichen, ist, dass dieses Element der Verteilungspolitik immer eine zentrale Rolle in der Klima- und Energiepolitik spielen muss. Tut sie das nicht, läuft sie nämlich Gefahr zu scheitern. Und das haben wir gesehen, dass dann die Widerstände für Maßnahmen sehr wohl sehr stark wachsen können und dann auch als Initialzündung zum Beispiel, wie in Frankreich bei den Gelbwesten-Protesten, eine Rolle spielen. Demnach muss das adressiert werden. Und wenn es das nicht tut, ja, brodelt es möglicherweise auch schon längst in Österreich unter der Decke und wir müssen das irgendwie politisch adressieren. Danke.